Ja, Leute, mich hier von Mika News. Hier, ihr seht im Hintergrund, ich bin beim MC Dortmund Deutsche Meisterschaft 4WD. So steht es hier vorm Gelände des MC Dortmund. Hat man auch einen guten Blick, nur der Zaun ist etwas zu hoch. Da muss man hier durch den Zaun schauen, um hier die kleinen Racer zu sehen. Wir haben hier in der rechten Seite haben wir jetzt die Zeitnahme. Dort hinten stehen die Fahrer, da ist die technische Abnahme. Hier haben wir die Rennstrecke und dort ein Blick auf den Fahrerstand. So, ihr seht, volles Haus hier im Fahrerlager. So, dort haben wir die Reifenausgabe bzw. die Markierung der Reifen. Vier Satz gibt es nur, die man fahren darf. So, hier ist volles Haus. Die Fahrer warten vorbildlich, bevor sie den Fahrerstand betreten, bevor die anderen hier dann hochgehen. Hier rechte Seite ist die technische Abnahme. So, jetzt bin ich mal auf dem Fahrerstand und wir verfolgen mal ein Fahrzeug auf der Strecke, würde ich sagen. Dazu wechseln wir hier mal die Perspektive. Lange Gerade runter, an der Zeitnahme vorbei, ins Infield, kleiner Sprung, Eckhebel, geht nach unten, Schikane. Dann kommen wir hier. Cool gesprungen. Und dann geht es dort wieder zurück. Und dann kommen wir wieder oben auf den Hebel, der rund zu fahren ist. Gruppe 3 vorbereiten für Training 2, Gruppe 3 für Training 2. So, hier mal den Fahrerstand mal von der anderen Seite. Hier kommen die Fahrzeuge gleich mal vorbeigeflogen. Sieht schon cool aus, wenn die hier sind. Dann kommen die natürlich hier runtergefahren und gehen hier gerade runter. Oh, den hat es aus der Bahn geworfen. Dort hinten ist die technische Abnahme und das Fahrerlager. Und da gehe ich jetzt einfach mal auch kurz durch. So, hier ist die nächste Gruppe, die schon vorbereitet ist. Hier vorne ist die technische Abnahme, dort die Zeitnahme und das Fahrerlager. So, und wenn ihr da oben sehen könnt, die Fahrer tun erstmal den Fahrerstand verlassen und dann können die anderen auch hochgehen. So, hier technische Abnahme, wird das Gewicht genommen und dann die Fahrzeugbreite kontrolliert. Hier werden die Sender abgegeben, nach dem Lauf können hier hingestellt werden und wie gesagt, vor dem Lauf Akkuspannung und nach dem Lauf das Gewicht und die Fahrzeugbreite. So, hier werden die Fahrzeuge ausgeblasen und sauber gemacht nach dem Lauf und hier haben wir die Reifenmarkierung und Chassismarkierung. So, hier werden die Reifen markiert. Gibt es ein Zettelchen und nochmal mit grünem Lippenstift. So, jetzt war ich gerade hier. Hier ist der Catering-Bereich. Hier gibt es die leckeren Speisen und Getränke und hier auch Grillfleisch. So, und daneben geht es natürlich hier volles Fahrerlager. Alle haben ihre Pavillons aufgebaut, warten auf ihren Lauf, beziehungsweise als sie auch schon gefahren. Damit ist der Lauf beendet. So, hier ist mal in PR 401. Schönes Bein wegnehmen. 2000
22er. So, nicht weiterfahren hier, zurück bitte direkt in die Startabstellung da rein. Hier weiter noch 33 Mal über den Punkt. Ah, und Modified, ne? 5,5er Abzimmermotor und dann Abzimmerregler drin, ne? Und den passenden Servo auch noch. Sieht man hier. Ja, aber das So, weiter mal ein Blick hier ins Fahrerlager. Ach, guckt euch hier mal an, ne? Schöne Hängemöglichkeit für den Sender. Komme ich da hier vielleicht mal vorbei. Was hast du jetzt hier für ein Auto? Das ist eine... Das ist ein Schumacher. Ach, der ist der Schumacher. Hm? Cat L1 Evo. Der L1 Evo hier. Mit Riemenantrieb, also nicht wie bei den anderen Fahrzeugen, die ja einen Kardan haben. Und du hast da ein bisschen was gemacht, damit dort kein Wasser reinkommt, ne? Weil die Strecke ist ja noch feucht, ja. Genau. Super. Zur Sicherheit, ne? Mhm. So, dann haben wir hier auch mal was Neues noch von Hot Bodies. Der nennt sich jetzt D. D4 Evo 3. Ah, D4 Evo 3. Ist der Nachfolger vom 418 gewesen, ne? Richtig. Genau, das war jetzt. Und der kam jetzt erst auf den Markt, oder? Der ist schon ziemlich neu. Genau, hat weiterhin Kardanantrieb, ist klar. Dann Kegeldifferenziale ist auch klar, ne? Drin. Das ist wirklich 1:1 von dem 1,8er halt. Ja. Ach so, schrumpf mein 1:8er. Genau. Ansonsten ist hier ganz normal alles einstellbar. Rechts-Links-Gewindestang. Genau. Ihr könnt hier Rollcenter einstellen, könnt die Federn einstellen. Immer noch diese Brücken zu sehen, ne? So typisch für ein Hotbody. Also wenn man das Auto von Weitem, erkennt man es eigentlich gleich. Ja. Schon dann allein, ja. Und dann, ja, anstatt hier in den Topdeck sind halt hier diese Stangen drin. Motors auf der linken Seite oder auf der rechten Chassisseite, auf der anderen Seite ist der Akku. Ist ja bei allen Fahrzeugen immer unterschiedlich. Manche Fahrzeuge haben ja den Motor hier und hier den Akku. Die haben praktisch die Elektronik hier angeordnet, hier Lüfter und auf der anderen Seite ist der Akku mit dem Fahrregler. Von Sponda hast du da unten. Zeig mal von unten. Ganz normal, achso, die Aluplatte und dann die Seitenwangen an der Seite. Genau. So, hier haben wir den Asso. Hier mal ein anderes Layout, der 74.2 hast du gesagt, war es. Also die aktuelle Variante. Hier zum Beispiel ist der Motor auf der anderen Seite. Davor ist der Fahrregler. Wir haben hier das Servo drin, den Akku dahinter. Und klar, hier ist jetzt nicht so eine Versteifung, hier ist das Chassis schon relativ steif in sich. Dann hat man ja hier die Versteifung an der Seite. Im Gegensatz jetzt zum Hotbodies zum Beispiel oder zum Schumacher, der ja hier nochmal diese Platten hat. Hier eine Alulenkung drin, Stoßdämpfer mit Öl befüllt, natürlich einstellbar, Kolbenplatte, Federn. Dann kann man hier den Schurz einstellen, die Vorspur einstellen und dann dahinter Achse auch den Schurz. Und dort über die Brücken, also über die Schwingenhalter, durch die in den Plastik einsetzen, kann man diverse Einstellungen machen, wie Rollcenter, Anti-Squat und Anti-Drive und vieles mehr. So, neben 4WD wird auch Truck gefahren, haben wir hier von Stefan den Truck. Der Fahrzeugstand ist auch ganz cool, braucht man immer. Dann haben wir hier sein 4WD, sein S-Works, den schauen wir uns auch mal von unten, von ohne Karosse an, aber bei einem anderen Teilnehmer. Und hier, wie ihr seht, na, wird natürlich auch an den Fahrzeugen geschraubt, diverse Einstellungen gemacht. Hier sieht man mal das Innenleben. Hier sitzt das Kugel- oder das Kegeldifferenzial drin. Das kann man in der Höhe einstellen. Und hier kann man das Motorritzel natürlich ändern. Und ja, schon vieles machbar. Sturzeinstellung erfolgt hier über die Rechts-Links-Gewindestangen. Seht ihr auch hier an der Vorderachse. Dann kann man die Vorspur einstellen. Hier die Elektronik, alles nach vorne gebaut wegen dem Schwerpunkt. Und die Dämpfer sind natürlich mit Öl befüllt hier und kann man natürlich die Kolbenplatten und Federn wechseln. Und hier Rollcenter-Einstellung und hier kommt das Differential rein. So, hier haben wir mal einen Schumacher. Den Storm haben wir hier. Ist im Prinzip genauso aufgebaut wie viele andere Autos. Ganz normale Einzelradaufhängung, Stabi vorne drin.
Dann haben wir hinten auch Einzelradaufhängung, Stabi optional. Der Motor wird hier gelüftet. Wir haben hier einen Abzimmermotor drin. Hier ein Slipper, kann man hier rüber einstellen über die Feder. Manche haben auch eine Starrachse drin, also sprich Direktantrieb. Der Akku kann in der Position verschoben werden. Also hier sieht man an den Langlöchern, davor ist der Regler und das Servo. Das ist jetzt hier mal der Schuhmacher gewesen, der Turm. So, Karosserie ist hier. So, aktuell wieder leichter Nieselregen. Hier amtierende deutsche Meister, Jörn Neumann, ja, in beiden Klassen wieder unterwegs. Wir schauen hier mal weiter. Wenn jetzt hier erstmal noch keine, ja nicht näher, nur mal einfach mal durch die Technik gehen, die hier zu sehen ist. Schauen wir hier. Ah, schön hier. Pink is beautiful, ne? Wie man hier sieht. Hier auch. Motor auf der linken Seite und ihr seht dahinter der Akku wieder auf der rechten Seite, wie beim Asso angeordnet hier. So, hier. Aber ich kann keine Bohrer mehr sehen. Haben wir hier den Lucy. Der 5.0er ist das? Ja. Der 5.0er. Nee. 22X4. 22X4 nennt er sich hier. Genau, dann haben wir hier mal ein X-Ray. Das ist jetzt welche Version? Schon der 23 oder ist noch? Nee, das müsste der 22 sein. Noch die 22er Version. Und auch hier seht ihr, links ist der Motor, davor ist der Fahrregler angeordnet. Servo auf der rechten Seite, dahinter ist der Akku. Dann haben wir hier nochmal eine Versteifungsbrücke drin, dass das Chassis versteift ist. Hier Mitteldifferenzial. Differential ist halt hier in der Mitte angeordnet oder leicht nach vorne, vorne. Und hinten dann die Differenziale drin, alles einstellbar im Fahrwerk. Auch hier über diese Buchsen in den Schwinghaltern, die aus Alu sind. Und hier vorne im Prinzip das Gleiche, genauso mit den Dämpfern. So, hier haben wir das Fahrzeug mal von der Lena. Ist ein Asso. Auch hier alles einstellbar. Bilddruckstoßdämpfer, Schwinghalter sind natürlich einstellbar. Dann haben wir hier linke Seite. Die Elektronik, also Motor und Regler, dahinter den Akku und auch hinten die Schwinghalter einstellen, Antisquad und so weiter. Spurbreite, Spoiler, typische 4WD hier. So, hier haben wir mal ein anderes. Der nennt sich, ist das der SD? So, also der Okuma MO1. Sehen wir hier mal auch wieder so typischer Aufbau. Ganz normal, linke Seite vom Chassis ist Motor und Regler, daneben ist das Servo untergebracht, dahinter der Akku. Dann haben wir auch hier Chassisversteifung, kann man hier Kohlefaserplatte reinmachen. Er hat hier noch zwei längere Bolzen gemacht, dass er hier eine Versteifungsplatte, also ein Topdeck drüber machen kann. Ansonsten kann man hier auch wieder Rollcenter, Anti-Squad und ähnliches in den Schwinghaltern einstellen. Dann haben wir hier einstellbare Spurstangen für Spur und Sturz. Klar, Spoiler kann man natürlich auch einstellen. Hier haben wir eine Ackermann-Platte, um den Ackermann einzustellen. Dann Lenkhebel kann man natürlich den Nachlauf einstellen, wenn man es ändert. Öldruckstoßdämpfer, also ganz normal, wie ein 4WD aufgebaut ist. So, hier haben wir das Fahrzeug mal vom Ralf Mittel in Schumacher 4WD Cat L1. Mal ganz anders im Aufbau. Wir haben den Akku hinten, wir haben einen Riemenantrieb, also wir haben insgesamt da einen Riemen nach hinten, dann haben wir also hier den Riemen nach hinten und wir haben dann den Riemen dort. Regler ist auch links Chassisseite, rechts ist das Servo. Hier haben wir einen einstellbaren Slipper, wer sowas verwendet. Dann haben wir den Motor, Motorlüfter und den Akku hinten quer, nicht wie bei den anderen Fahrzeugen. Also Schumacher geht hier ganz anderen Weg, aber ansonsten kann man ganz normal alles einstellen. Den Sturz, die Vorspur, das Rollcenter, Anti-Squad, Anti-Square in den Lenkhebelträgern und hier kann man auch hier den Nachlauf justieren. Ich möchte vorher sauber machen sein. Ne? Nein, ich möchte eigentlich bloß mal ganz kurz über die Fahrzeuge gehen. Ne? Ihr habt da jetzt ein S-Look zum Beispiel. Ja. Ist ein weiteres Fahrzeug hier in der ganzen Runde. Auch hier Motor auf der linken Chassisseite. Davor ist der Regler. Hier der Motorlüfter.
Wir haben den Akku auf der anderen Seite, ganz normal vorne ein Servo. Wir haben hier Einstellmöglichkeit für den Ackermann. Dann Alu-Lenkhebel sehe ich, ne? Und Alu-Radträger vorne drin. Ja, und ansonsten ist ja hier alles komplett auch einstellbar. Also wir haben hier in den Schwinghalter, kann man es einstellen, hinten genauso. Ja. Und Spursturz ganz normal über die rechts-links-Gewindestangen. So, hier haben wir mal einen Tracky zum Beispiel, mal was ganz anderes. Ist ja fast aufgebaut wie ein 2WD. Wir haben hier so ein Messinggewicht drin, um mehr Gewicht nach vorne zu bekommen. Rechts-links-Gewindestangen zum Einstellen der Vorsprung und vom Sturz. Also auch ganz normal. Und ansonsten werde Ähnlichkeit sowieso zum 2WD sehen. Das hier jetzt zum Beispiel ein Lucy-Fahrzeug. Wir haben vorne das Servo, wir haben das Gewicht weit nach vorne mit dem Regler und wir haben hier verschiebbar quer einen Shorty-Akku, den wir hier montieren können. Dann hinten hier ein Flipper drin und dann ganz normal Hinterachse, auch einstellbar Spursturz und dann auch hier die Schwinghalter aus Alu mit den Buchsen, um praktisch an die Squad, an die Square und so weiter einzustellen. So, hier wird ansonsten im Fahrerlager noch geschraubt. Hier können wir uns noch mal einen Schuhmacher angucken. So, hier wird der Sturz mal kontrolliert, ob der den stimmt, beziehungsweise wenn man den geändert hat oder ändern will, dass man da das kontrolliert. So. Und der Schuhmacher, im Gegensatz zu den anderen, hatte ich euch ja schon gezeigt, der hat einen Riemenantrieb. So, wo sind wir hier jetzt gelandet? Hier sind wir jetzt beim Jens gelandet, hier mit seinen X-Ray-Fahrzeugen. Wir haben hier ein Lenkservo vorne von Abzima X5, dann Abzima Regler drin und Rotok Motor hier verbaut. X-Ray, Monster Truck. Ist im Prinzip genauso aufgebaut wie eben der Lucy und wie der Asso, basierend auf dem 2WD. So, du fährst den aktuellen, ne? Ja. Ist der 23er? Ja. So, wir haben einen 23er X-Ray, XB4. Ingo, Ingo soll mir einen 10er weniger überweisen. Ich will mir so ein Verzehr. Und auch in Stock? Modified. Modified ist das hier? Ja. Okay. So, hat hier einen Abzimmer Motor. Hab's immer Regler drin. Dann das. Ist das X5 Servo? Nee, X6 Servo drin. MKS. Von MKS. So, und ganz normal aufgebaut, wie ihr seht. Na, Akku auf der einen Seite, Motor, Regler auf der anderen Seite, Servo. Dann hier das Mitteldiff. Einstellbare Stoßtempo, Spur, Sturz, also wie wir es beim anderen Fahrzeugen auch schon hatten. So, hier sind wir jetzt wirklich bei dem Fahrzeug vom Jens Becker rausgelandet. Hier hat auch ein X-Ray. X23. So. Schön. Im Prinzip gleich im Aufbau, gleiche Elektronik wie der Tim. So, und hier ist jetzt wirklich das Auto vom Jens, das vorhergehende war nicht der Kraft von Jens. So, hier haben wir so eine Safety Box für die Akkus zum Lagern und zum Laden zum Beispiel. Hier wird noch geschraubt an den Fahrzeugen. Hier sind wir im hinteren Bereich. Guck mal hier mal zum Aaron vom Fahrzeug. Der hat auch ein X-Ray. Könnt ihr euch hier anschauen. So, auf der anderen Seite ist dann hier der Zelt- und Parkplatz. Ja, ist bis hinten voll das Ganze. So, jetzt sind wir wieder beim Imbissbereich rausgekommen. Und hier mal noch den hinteren Bereich hier vom Fahrerlager. So, hier auch ein Schuhmacher. Das haben wir die Fahrzeuge vom Jörn Neumann. Hier, kleines Defektchen. Da kann halt auch passieren, aber da wird dann halt
einfach mal geschraubt. So, technische Abnahme, beziehungsweise dort werden die Reifen markiert und die Chassis markiert. Hier ist ganz normal Reifenausgasplatz. Hier werden jetzt die Trackies kontrolliert, die nach dem Lauf hier hingestellt werden und dann in der technischen Abnahme geprüft werden hier. Fahrzeugbreite und Gewicht. So. Platz auf dem Fahrerstand. So, die nächste Gruppe startet. Wir sind hier im freien Training. Jeder fährt hier gegen seine eigene Uhr. Wir fahren hier Training. Da geht es einfach nur darum, das abzufinden. So, und das Rennergebnis, das gibt es dann natürlich später zu lesen. Beziehungsweise, wenn ihr das Video erst später seht, dann natürlich ist das Rennen auch schon beendet. Und bei Nika News, da wird das Endergebnis zu sehen sein. Beziehungsweise auch im Livestream nochmal nachzuvollziehen, wie das Rennen ausging. Ja, das war hier mal ein Rundgang, Deutsche Meisterschaft, 4WD, Tragi beim MC Dortmund. Ja, wenn es euch gefallen hat, ganz klar, Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Mal, euer Mika.